Anthony und Joe Rousseau haben alle, die Endgame bisher geschaut haben, drum gebeten. Und auch ich werde mich der Kampagne Don't Spoil the Endgame anschließen. Also hier braucht ihr euch keine Gedanken zu machen, dass ich irgendwas verrate über das Endgame, über Story Twists. Im Gegenteil, meine Lippen sind versiegelt. Ich gebe nur ganz grob die Handlung wieder und sage euch dann, was ich von dem Film als Gesamtprodukt halte. Inhaltlich knüpft Endgame nämlich da an, wo Infinity War aufgehört hat. Im Prinzip sogar einige Momente sogar vor dem Snap, dem entscheidenden Momentum in Infinity War. Und der Film Endgame setzt seinen Fokus darauf, die Geschichte der Avengers weiterzuerzählen. Was wurde aus den Überlebenden des Schicksalstags in Wakanda? Was wurde aus Tony Stark und Nebula? Die Avengers sind geschlagen, versuchen aber irgendwie damit klarzukommen, können sich aber mit dem Geschehenen wiederum auch nicht abfinden und klammern sich am Ende des Tages dann tatsächlich an den einzigen Strohhalm, der zumindest die Chance, die Doctor Strange in Infinity War vorhergesehen hat, widerspiegeln könnte. Und an besagten Strohhalm klammern sie sich einfach und projizieren ihre ganze Hoffnung eben nur auf diese eine einzige Option, auf diese einzige Variante, in der Thanos und sein Snap rückgängig gemacht werden können. Und das ist halt das komplette Story-Konstrukt, welches sich über 3 Stunden lang zieht. Die Story an sich wirkt dabei aber überhaupt nicht langatmig, im Gegenteil. Die Story ist sehr gewitzt, es geht natürlich mitunter auch ins Quantum Realm. Da hat natürlich dann auch Scott Lang, also Ant-Man, natürlich eine wichtige Schlüsselrolle. Aber auch Iron Man und Hulk haben Entwicklungen durchgemacht, genauso wie Captain America und Thor. Alle Avenger-Mitglieder der ersten Generation haben sich im Zuge dieser 10-jährigen Geschichte massiv weiterentwickelt, so auch von Infinity War zu Endgame. Und das ist richtig schön mit anzusehen, wie die Charaktere, die wir bis dato als die Helden einer ganzen Generation wahrgenommen haben, sich nun auch selber weiterentwickelt haben und ihre menschliche, ihre verletzliche Seite, ob nun menschlich auf Thor zutrifft, ist natürlich relativ, weil er Asgardianer ist, aber ihr wisst, was ich meine. Sie zeigen ihre menschliche Seite in Form ihrer Verletzlichkeit und das ist etwas, was diesem Film sehr, sehr viel Herz, sehr, sehr viel Seele zuteil werden lässt, weswegen der Zuschauer nach den Ereignissen des Infinity War natürlich auch sich dadurch berühren lässt, ja, und ja auch gewissermaßen mit in dieses Gefühlschaos mit hineinziehen lässt, weil er sich eben schon seit 10 Jahren mit diesen Helden identifiziert und diese nun so geschlagen sind und dann trotzdem sich noch an einen kleinen Strohhalm der Hoffnung versuchen zu klammern. Das ist quasi Endgame, das ist Dramatik pur. Und das Storytelling diesbezüglich funktioniert einwandfrei. Es ist nicht so, dass wir von Minute 1 bis 180 per se eine rein dramaturgisch hochgepushte, massiv auf Emotionen getrimmte Story geliefert bekommen, wo alles total depressiv ist. Im Gegenteil, wir haben auch hinsichtlich der Transportierung der Emotionen hier sehr, 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 sehr hohe und sehr, sehr große dynamische Sprünge zwischen witzig und traurig, zwischen traurig und mutmachend. Und da findet sich wirklich in allen Charakteren, zu allen unterschiedlichen Situationen, in denen dieser Film spielt, irgendwas wieder, was einfach zeigt, da ist auch in diesem Film eine gewisse Dynamik drin. Das ist brisant, das schafft Atmosphäre und das ist etwas, was Avengers Endgame auf jeden Fall hat und das ist Atmosphäre. Sehr viele Charaktere, die allerdings alle auch würdig inszeniert wurden. Sie haben alle ihr entsprechendes Maß an Screentime. Jeder Charakter ist wichtig, ob er nun so mächtig ist wie der unglaubliche Hulk oder so zielgenau wie Hawkeye. Jeder hat seinen Platz, jeder hat seinen Stellenwert. Und das wird hier auch noch einmal gewürdigt in diesem Film. Untermauert wird dieser Avengers-Streifen natürlich durch den Komponisten, der bereits zu anderen Filmen, unter anderem natürlich auch Avengers und Avengers Age of Ultron, seinen Beitrag hinzugegeben hat, nämlich Alan Silvestri, der natürlich auch wieder mit einem imposanten Thema in das Endgame startet, angelehnt an das Original-Avengers-Theme
welches wir aus dem ersten Marvels Avengers Film aus dem Jahr 2012 kennen. Und dieses Thema finde ich einfach großartig, weil es noch im Infinity War wirklich in einer Grabesstimmung, in einer Form von Beerdigungsstimmung inszeniert wurde, so mit ganz einfachen Tönen, mit wenig Instrumenten. Und hier ist tatsächlich wieder dieses imposante, orchestrale Gesamtpaket mit dabei, was natürlich auch einen gewissen Pathos mitschwingen lässt, das aber dann auch in diesen Szenen Bild und Ton ideal miteinander verbindet und überhaupt erst zu dieser Gesamtwirkung führt. Der Soundtrack ist mitunter hier in diesem Film ein wesentliches Schlüsselelement, was zum Storytelling beiträgt. Auch am Anfang ist es eher so ein bisschen, im Moll gehalten, also auch eher so ein bisschen düster, ein bisschen depressiver. Die Musik ist langsam, sie ist träge, sie ist müde und im weiteren Verlauf des Films nimmt sie immer mehr Fahrt auf und das grande Finale, die letzten 30 Minuten, da wo die Avengers sich tatsächlich vereinen und die finale Schlacht gegen den Mad Titan Thanos einläuten. Das ist der Moment, wo nicht nur auf der Leinwand, auf dem Bild sozusagen, sondern auch in der musikalischen Untermalung dessen, was wir auf der Leinwand sehen, letzten Endes der ganze Film explodiert und diese 10 Jahre wirklich in einem Feuerwerk nicht nur der Gefühle, sondern auch der Bildgewaltigkeit und der musikalischen Dramatik letzten Endes explodieren lässt. Das hat mir richtig gut gefallen. Was kann ich euch noch sagen? Die Effekte sind natürlich, wie zu erwarten, auch schon im Trailer gesehen, fantastisch. Jeder Held wird auf seine Art und Weise auch inszeniert, mit Effekten natürlich auch. Jeder hat seine Stärken, jeder Charakter wird weiterentwickelt, auch vom Outfit her. Und was ich persönlich sehr, sehr cool finde, ist einfach, wie am Ende natürlich auch die finale Schlacht, die es in diesem Film gibt, natürlich auch inszeniert wird. Richtig, richtig gut gemacht und visuell sehr gut inszeniert. Wozu muss man natürlich auch noch was sagen? Natürlich zu den Schauspielern. Ich kann euch jetzt nicht zu jedem einzelnen Mitglied was sagen. Was ich euch sagen kann ist, was ich auch schon in Bezug auf die Figuren gesagt habe, dass nämlich die Schauspieler der Kern-Avengers, also Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner und, wenn man so will, auch die Helden der zweiten Garde, so gesehen dann natürlich Benedict Cumberbatch und Paul Rudd als Scott Lang, hier massiv nochmal sich reinhängen und versuchen, über das, was sie bisher geschafft haben im Marvel Cinematic Universe, hinauszuwachsen. Und das gelingt ihnen bravourös. Dieser Film lebt einfach von der Interaktion dieser Schauspieler, die mitunter schon 10 Jahre lang zusammenarbeiten und sich verstehen, die Geschichten auch verstehen, sich nicht nur als Dienstleister verstehen, sondern tatsächlich auch mit diesen Charakteren sich selber auseinandergesetzt haben. Und das merkt man einfach. Da ist eine Harmonie, beziehungsweise auch zwischenzeitliche Disharmonie natürlich, wenn wir an den Civil War denken. Aber letzten Endes sind die Charaktere durch die Schauspieler, die sie verkörpern, so aufeinander authentifiziert, möchte man fast sagen. Ich mache hier gerade Wortneuschöpfung. Also so authentisch aufeinander getrimmt und darauf zugeschnitten, so wirklich schön ineinander verwoben und miteinander verbunden, dass es einfach authentisch wirkt, wenn beispielsweise am Anfang Captain America und Tony Stark immer noch ihren schweren Stand haben. Das ist richtig, richtig klasse und macht richtig Bock in diesem Film zu sehen, dass es eben nicht nur die Figuren sind, die miteinander in Interaktion treten, sondern tatsächlich die Schauspieler selbst, die sich in ihren Rollen wiederfinden, die in ihre Rollen aufgegangen sind. So funktioniert meiner Ansicht nach ein guter Film, wenn sich nämlich die Schauspieler mit ihren Rollen identifizieren und auch mit den Charakteren, mit denen sie wiederum in Interaktion treten. Hat mir sehr gut gefallen. Anthony und Joe Russo liefern mit Avengers Endgame den meiner Ansicht nach dramatischen und emotionalen Höhepunkt einer Saga, die über mehrere Filme, es sind ja mehr als 20 Filme inzwischen, sich erstreckt und die nie Langeweile hervorgerufen hat, sondern immer natürlich auch getriggert durch die Post-Credit-Scenes und Mid-Credit-Scenes auf einen nächsten Film vorbereitet hat.
Und dementsprechend, das ist ein kleiner Spoiler bezüglich der Post-Credit-Scene, es gibt keine. Ist das nun schlecht oder ist das gut? Ist die Phase 3 die finale Phase? Natürlich nicht. Wir wissen, es geht weiter. Warum finde ich es trotzdem gut, dass Avengers Endgame keine Post-Credit-Scene hat? Ich sagte es ja bereits, es ist der emotionale Höhepunkt. Das ist ein Film, der für 10 Jahre harte Arbeit, für 10 Jahre Fandom steht. Ja? Und das ist ein Fanfilm. Ein Film für die Fans, wenn man so will. Und dieser Film hat ein so eklatantes Ende, einen so dramatisch emotionalen Höhepunkt, dass es einfach nur unwürdig wiederum gewesen wäre, diesen Film mit einer Post-Credit-Scene zu versehen, um wieder Stimmung für einen nächsten Film vorzubereiten. Dieser Film ist ein Meilenstein. Dieser Film ist ein Abschluss einer Ära. Und diesen Film mit einem wunderschönen Soundtrack dann auch im Abspann enden zu lassen und am Ende das Bild schwarz ausblenden zu lassen, das ist das, was dann auch gute Filmemacherei auszeichnet. Nämlich nicht dann weiter zu denken, sondern das, was man jetzt gesehen hat, nach 180 Minuten sacken zu lassen. Das hat wunderbar funktioniert. Das war wirklich im besten Sinne des Wortes und Marvel-Fans wissen natürlich Bescheid. Das war würdig. Und dementsprechend vielen, vielen Dank an Anthony und Joe Russo, die mit Avengers Endgame, mit Infinity War, mit Civil War und The Return of the First Avenger das Marvel Cinematic Universe geprägt haben wie niemand zuvor. Marvel's Avengers Endgame, ein großartiger Film, bei dem ich mich kaum wage, eine andere Wertung zu geben als die, die ich ihm jetzt gebe. In der Filmwertung, wie auch in der Genrewertung, vergebe ich an Avengers Endgame jeweils 5 von 5 möglichen Punkten. Also insgesamt 10 von 10. Das tue ich mit zweierlei Hintergrundgedanke. Erstens, ich bin ein Fanboy, wie ihr sicherlich schon festgestellt habt. Auf der anderen Seite versuche ich mich aber auch immer objektiv mit einem Film auseinanderzusetzen. Und sowohl der Fanboy in mir, als auch der Filmkritiker, der vielleicht auch manchen populären Film manchmal auseinandergenommen hat, beide wurden in diesem Film bedient. Sie wurden chauffiert. Sie wurden glücklich gemacht. Avengers Endgame ist ein Film, der glücklich macht. Und wenn ein Film das erreicht, auch mit einer gewissen dramaturgischen Wendung, die einem vielleicht auch hier und da, je nachdem, wer darauf steht oder anfällig dafür ist, ich war es tatsächlich im Kino, eine Träne runterkullern lässt. Zumindest so ansatzweise, so eine kleine Mini-Träne. Der hat es verdient, einfach dann auch so eine Wertung zu kriegen. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass Superheldenfilme nicht unbedingt immer so eine emotionale Reife haben, wie jetzt dieser Film mit Avengers Endgame. Ich hoffe, ihr habt euch die Zeit genommen, die Kritik bis zum Ende euch anzuhören. Vielleicht teilt ihr meine Meinung, vielleicht teilt ihr sie auch nicht. Ist überhaupt kein Problem. Schreibt mir eure Meinung zu Avengers Endgame bitte in die Kommentare. Ich bin mega gespannt darauf, wie ihr diesen Film, meiner Ansicht nach den meist erwartetsten Film des Jahres 2019, wahrgenommen habt. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich sag adios und nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach geil. Avengers Endgame.